Hallo ihr Lieben, na, herzlich willkommen zurück zu Stranded Deep und wir befinden uns gerade, ich muss schnell den Ton von meinem Handy ausmachen, noch im Gebüsch. Das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, hat es noch geregnet oder hat es sogar gewittert, ich weiß nicht. Ja, ich habe mir einen Kaffee gekocht und dachte, wir zocken zusammen eine Runde Stranded Deep. Wir haben ja noch viel vor. Wir wollen einen Hai töten. Wir wollen eine Hütte bauen und so weiter. Ich nehme mal einen Schluck von meinem Kaffee und dann wagen wir uns aus dem Gebüsch. Huch, vielleicht haben wir Glück. Wir checken erstmal, oh, ich weiß es schon gar nicht mehr, mit F. Es ist mittags. So, wir sind bei bester Gesundheit. Und ich würde sagen, wir halten nach einem Hai Ausschau. Wir haben ja bei dem... Ich glaube, da ist einer. Da ist einer, jawohl. Komm her, mein Freund. Ich habe schon die ganze Zeit auf dich gewartet. Komm. Ah. Böse Hai-Musik. Na, komm her. Wir kommen nicht ran. Ich möchte aber nicht gerne schwimmen. Also... Komm ran, mein Freund. Scheiße. Der traut sich nicht. Merkt ihr das? Jetzt muss ich dem hinterher schwimmen, oder wie ist das? Tiger Shark. Oh. Kurz Luft holen zwischendurch. Ah! Wir sterben! Der Hai hat uns gepackt! Oh nein! Schnell, wir müssen nach oben schwimmen. Da unten ist unser Blut. Du Arsch! Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Uiuiui. Der hat uns richtig mies in die Tiefe gezogen. Komm. Oh, kurz Luft holen. Es ist nicht so einfach. Jetzt! Komm! Nochmal! Wir haben ihn gleich. Glaube ich. Ist da noch einer gewesen? Wir sind total verletzt, ne? Wir bluten. Wir bluten. Uiuiui. Ich habe ihn auf jeden Fall getroffen. Oh, unser Arm ist voller Blut. Wo ist der Hai? Ist er tot? War das jetzt umsonst? Haben wir den Hai jetzt umsonst getötet? Beziehungsweise ist er jetzt weg? Liegt hier irgendwo... Was ist das? Haifleisch? Ah, I feel strange. I feel strange. Ich möchte nicht sterben. Komm, komm, komm. Oh, oh, Gott. Das war ein Reinfall, liebe Leute. Der böse Hai ist weg. Und ich weiß nicht, ob wir ihn getötet haben. Und das Fleisch irgendwie auf den Meeresgrund gesunken ist. Ich will jetzt erstmal zurück. Das war ein bisschen... komm hier. Boah. Ich will jetzt gerade... Irgendwie habe ich den Drang, Sebastian zu sagen, aber... Wie kriegen wir denn jetzt das Blut ab? Wir können ja mal... Kommt, lasst uns eine Kokosnuss essen gehen. Irgendwo haben wir doch hier unser Lager. Ich würde sagen, das mit dem Haie, fangen, das üben wir auf jeden Fall nochmal. So. Neues Feuer müssen wir uns auf jeden Fall bald machen. Wir trinken erstmal aus der Kokosnuss. Oh, das war knapp. So, nimm die. Oh, schön was getrunken. So, jetzt müssen wir die, glaube ich, wieder hinwerfen, damit wir sie zu einer essbaren Kokosnuss machen können. Und dann können wir die
die helfen jetzt nämlich Mampfen so und dieses Buch wollten wir noch mal lesen. So, geht's uns besser? Oh, unser Arm sieht furchtbar aus. Sieht richtig furchtbar aus. So, wir nehmen den Speer wieder. Ich kann mich ja noch nicht damit an. Ah, Scheiße. Es wird auch schon wieder dunkel langsam. Die Sonne geht unter. Wir sollten hier auf jeden Fall auf der Insel nochmal schauen, dass wir alles, was es an Steinen und an Sticks gibt, dass wir das auf eine Stelle bringen. Dass wir uns dann halt eben, da liegen Sticks rum, glaube ich. Zur Not müssen wir halt einfach noch mehr Bäume fällen. Hier liegen 3 Stück rum. Die nehmen wir mit. Gucken, wie viel wir noch tragen können. Da ist noch einer. Da war auch ein Stein. Die nehmen wir in der nächsten Runde aber erst mit. Und wir brauchen nämlich zum Beispiel für eine Hütte, müssen wir uns erst noch einen Hammer craften. Ein Fundament zum Beispiel, die machen wir auch aus 8 Sticks. Dann brauchen wir irgendwie so Stützen und all so Zeugs. Ach, jetzt können wir schon nicht mehr aufnehmen. Na, hier liegen auf jeden Fall noch ein paar rum, das lohnt sich. Wo machen wir denn am besten unser Lager, Leute? Machen wir das hier? Ich denke aber, dass wir die Hütte auf jeden Fall dort hinten machen werden. Das heißt, ich hau das einfach mal hier hin, wo ich denn das Zeug schon hingeworfen habe. Hier die Sticks alle aufeinander. Nee, nicht den Speer. So, müssen wir natürlich die Dinger. 4 können wir davon nur aufnehmen. So, okay. Es wird dunkel. Potato. Wir können uns gleich nochmal ein Lagerfeuer craften. Die Frage ist, ob wir das hier wieder anzünden können. Irgendwo hier hatte ich das doch. War das. Nee, wo war denn unser Lagerfeuer? Hier. Campfire. Gucken, ob wir das noch anzünden können. Ja. Super, das geht. Dann haben wir das schon mal angemacht. Da kann ich den Fisch doch schon mal raufwerfen. Kuh. Okay, das klappt wieder nicht. Warte, dann müssen wir die Sardine hier so reinlegen. Oder war das mit rüberhalten? Ich glaube so. Jetzt ist sie wieder daneben gefallen. Oh, komm her. Komm schon. Brutzele. Liebe Sardine. So, und zack, ist es schon wieder dunkel. Ich habe mich so auf Haifleisch gefreut. War wohl leider wieder nichts. So, komm. Na gut, dann kann die Sardine da eben noch weiter brutzeln. Ich hole noch eine Fuhre Sticks. Und dann werden wir uns. Ah! Sie ist fertig. Habt ihr das Geräusch gehört? Die Küchenuhr hat geklingelt. Wir nehmen die gekochte Sardine. So, und gehen nochmal einmal hier über die Insel, sammeln die Sticks ein, tragen sie da hinten hin. Ja, das ist jetzt irgendwie, ist mein Plan nicht aufgegangen. Muss ich sagen. Mein Plan, ein Hai zu töten. Mist! Hab ich mich jetzt so blöd angestellt? Stick, komm, einen könnten wir noch, wenn hier irgendwo was ist. Und ich muss nochmal versuchen, auf das Schiff zu kommen. Irgendwie muss das gehen. Vielleicht habe ich nur nicht den richtigen Punkt gefunden. Oh, jetzt wird es aber wirklich dunkel. Die Yucca-Palmen lassen wir erstmal nochmal hier. Da ist noch ein Stick. Krabben. Nee, komm, unser Inventar ist eh voll. Jetzt wird's stockduster. Jetzt gehen wir mal ab ans Feuer. Ich glaube, ja, wir haben eh 4 Sticks. Können wir nicht mehr tragen. Ist das Feuer schon wieder aus? Das gibt's doch nicht. Ach doch, wir sehen das nur von weitem nicht, oder? Hallo Feuer, wieso bist du hier aus? Ja, ich fürchte, ich weiß warum. Ich glaube, wir müssen da ein bisschen Holz nachwerfen. So machen wir es aber. Okay, wir müssen einfach mit Rechtsklick und dann können wir es wieder groß machen. Okay. Gut, dann an das Ding. Und ich.
Ja, was machen wir? Wir können uns vielleicht einen Hammer craften. Schon mal. Ist mein Kaffee wahrscheinlich auch schon kalt? Also für den Hammer brauchen wir einen Stock, einen Stein und ein Seil. Ich glaube, Seile haben wir hier aber nicht mehr liegen. Das heißt, ich müsste schnell nochmal eine Yucca-Palme hier platt machen. Aber ich glaube, hier hinten war eine. Hier ist es ja auch relativ hell. Da. Genau. Messer. Dann holen wir uns gleich die Seile hier mal. Dann können wir die andere Yucca gleich auch mitnehmen, würde ich sagen. So, hier die noch eben. Ob die Haie auch hier nachts kommen? Wir probieren das am nächsten Tag nochmal. So. Zack. Lashes. Mist. Kommt da ein Hai und ich töte den nicht. Das ärgert mich immer noch. Ich komme nicht ganz drüber hinweg. Okay, ein Lash brauchen wir nur und einen Stein. So. 1, 2, 3. So, die können da bleiben. Das heißt, nee. Das werfen wir da mal hin. Dann einen Stein, zack. Und einen Stick nehmen wir mit. Und jetzt sehen wir schon wieder, wir haben unser Crafting-Feld. Und machen uns eine Axt. Nee, ich wollte eigentlich einen Hammer. Ah, 2 Steine brauchen wir dafür. Ah, wie komme ich hier denn wieder raus? Ja komm, du kannst eigentlich hier bleiben. Oh, ich bin verwirrt. So, hinwerfen, da ist noch ein Stein. So. Die Steine sind hier wirklich knapp. Ich frage mich, wie das noch werden soll. So, könnte ich jetzt... Das will nicht so richtig. Komm schon. Hier. Rechtsklick. Lashing. Stick. Ist der Stein vielleicht zu weit weg? Prima. Ja, das hat ja wieder wundervoll geklappt. Also irgendwie, ein Stock. 2 Steine und ein Seil. Aber ich kann leider nichts craften. Das ist ja prima. Moment. Jetzt geht es. Ich glaube, das ist einfach noch ein bisschen verbuggt. Wir machen uns jetzt den Hammer auf jeden Fall. Sehr gut. Den legen wir hier aber erstmal hin. Und ich habe festgestellt, dass es uns überhaupt nicht mehr gut geht. Wir sollten den Fisch jetzt mal eben essen. In der Hoffnung, dass wir jetzt so ein bisschen... Guckt mal, unsere Gesundheit an. Oder liegt das daran, dass es hier irgendwie... Komm, wir gehen mal ans Feuer. Vielleicht ist uns unwohl. Komm, geh mal hier hin. Hocken wir uns mal hier schön ans Feuer. Hauen nochmal unsere Kokosnuss hier. Ich glaube, wir müssen in der nächsten Folge auch unbedingt für neue Kokosnüsse sorgen. Sonst, ganz ehrlich... Trinken... Komm, Junge, trink. Oh. Kann auf jeden Fall nur einmal trinken. So. Ach komm, Kokosnuss hinwerfen. Axt, das finde ich ein bisschen nervig. Ich könnte auch die Dings nehmen, ne? Hotkeys quasi. Wenn das geht. So. Irgendwie müsste, kann man hier, glaube ich, auch schlafen. Das habe ich aber auch noch nicht ganz rausgefunden. So. Uns geht's beschissen. Uns geht's ziemlich beschissen. Wahrscheinlich macht unser Haiangriff uns doch ein bisschen zu schaffen, weil, was mache ich denn jetzt? Interessant. Unsere Hand ist immer noch blutverschmiert und ich werde jetzt einfach mal meine Augen zumachen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, wir sterben jetzt hier nicht. Der Hai hat uns doch schwerer verletzt als gedacht. Ja, drückt mir die Daumen. Bis dann, tschüss, eure Schneckball.